Etheria was once a land of living legends. Long ago, brave warriors across the realm stood together against an immortal evil known as the Old Ones. In the wake of this struggle, the champions locked away the power of the Old Ones inside Eternia crystals. Recently, the realm's heroes, called to a faraway crusade, have left their younger kin to tend the castle and its chores. Bored with their dreary duties, and imagining action and adventure, the pupils accidentally unleash an ancient force that has long been dormant. Now these heroes in training will have to grow up quickly. Together they will defend the Eternia crystals against those who would seek to resurrect the ancient evils. Dungeon Defenders. Ja, und somit herzlich willkommen zu Dungeon Defenders. Ein kleines Let's Play, das ich ja eigentlich schon zumindest die späteren Karten mit Danum LPT aufgenommen hatte. Ich habe gedacht, ich mache jetzt die ersten Level nochmals alleine mit euch und zeige euch so ein bisschen auch die Begriffe ist jetzt übertrieben, also die Grunddinger. Und bevor wir jetzt lang rumreden, vor allem Held erstellen und so weiter. Ach, bevor ich jetzt lang rumrede, machen wir mal lokal spielen. Ja, hier gibt es noch ein paar. Wie man sieht, habe ich dann ziemlich DLCs, weil die werden hier immer aufgelistet. Und im Prinzip fehlen mir jetzt eigentlich nur noch die beiden. Obwohl das hier ist gratis und ich weiß gar nicht, warum das nicht dabei war. Keine Ahnung. Habe ich anscheinend irgendwie vergessen mit einzukaufen. Egal, okay, das sind meine ganzen anderen Helden, die ich noch habe. Aber wir werden uns extra dafür einen neuen Held erstellen. Ja, jetzt. Genau, das ist der Lehrling, den kennt man ja vom LPT mit Dano. Dann der Knappe, mehr Nahkämpfer, die Jägerin, natürlich Fernkämpfer, schön mit der Armbrust. Der Mönch, auch nicht schlecht. Mit seinem Stab, macht ziemlich viel Damage, der ist richtig gut. Jester ist mehr so ein bisschen Fun, kann ich auch mal kurz zeigen. Der Beschwörer, selber keinen richtigen Angriff, aber ich, bevor ich da jetzt alles großartig erkläre, ich switch noch so kurz durch. Also Sirius EV, so ein bisschen mechanisch. Der Barbar, der ist sehr, wie man denkt, aggressiv, hat demnach keine Verteidigung. Alter, halt mal die Klappe im Hintergrund. So, und dann noch sozusagen der weibliche Ritter, der männliche Jäger sozusagen, der weibliche Mönch und natürlich der weibliche Magier. So, und ich würde sagen, wir nehmen, weiß mal, was komplett Neues, nämlich den hier. Den gibt es nämlich nur per DLC, genauso wie, Moment, welche gibt es nochmal? Das ist normal. Dann kommt alles DLC, also Chester ist DLC, Summoner auch, Sirius EV, Barbarian ist DLC. Und Countess, Ranger, Initiate und Adept, die gibt es auch in DLC, aber in einem Paket, zu viert. So, ich wollte jetzt aber für den Anfang diese hier mal nehmen, weil die kenne ich noch gar nicht. Die anderen habe ich schon alle so ein bisschen gespielt, habe ja gesehen bei den Achten. Das ist ziemlich das Einzige, was eigentlich noch fehlt. Hier kann man so ein bisschen verändern. Knight, Princess, Freeze, Troll, Power, Defender, Jump, Hound. Ja, wie gesagt, da ändert es glaube ich hauptsächlich bloß die Farben ein bisschen so vorgefertigt. Man kann auch die Kleidung komplett ändern. Huch, Bounty Hunter. Was? Complicit in the Cliffs. Ja, das muss man erstmal freispielen. Zum Beispiel den auch. Ah, oh, mehr gibt's auch gerade gar nicht. Es gibt nur die beiden hier. Okay, dann müssen wir wohl bei dem hier bleiben. Und nehmen irgendeine vorgefertigte. Night schaut cool aus. So schön. Das ist eigentlich mehr rot. Dunkelrot. Princess, schön lila. Freeze. Troll, Power. Defender. Wir sind ein Dungeon Defender. Wir müssen verteidigen. Was wir genau verteidigen, werde ich noch zeigen. Und sagen, den nehme ich den Defender. Weiter. Wie willst du einen tapferen Krieger betiteln? Da es hier eigentlich irgendwie keine Unterscheidung bei den Namen gibt, kann ich jetzt genauso gut wieder Karten nennen. Ich glaube, das machen wir auch. Dann seid ihr das ein bisschen gewohnt. Kann auch einen zufälligen Namen geben. Athena, Protogirl, Athena, Turing, Zappa, Beat, Athena. Okay, jetzt kam so oft Athena. Komm, dann heißt sie jetzt Athena. Und dann gehen wir mal los mit unserer guten Athena. Ach, schon die nächste Seite inzwischen.
So, dann nehmen wir mal unsere Athena und natürlich können wir noch unseren Kristall bearbeiten. Das kann ich auch kurz zeigen. Zurzeit habe ich einen Kelch. Ich kann hier mal alle Dinger zeigen. Sofern östlich. Mit Drachen. Diese Pavillon. Der Wasserfall. Wo man hier das Wasser gar nicht so gut sieht. Doch hier ein bisschen. Ach, das soll der Wasserfall sein. Jetzt da. Landschaftlich für die Öko-Freaks. Runisch. Hier mit den vier Runen, die rumherschwimmen. Okay, das habe ich noch nicht. Die Zelle. Mystisch. Die Geode. Das habe ich auch noch nicht. Bin noch kein guter Student, wie es ausschaut. Ich muss noch mehr tun. Das ist der klassische, den man ganz am Anfang nur hat. Und jetzt kommen viele, die ich nicht habe. Wonder, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht. Muss man alles jetzt noch freispielen. Gucken wir Dungeon Defenders, fangen sie alle im Mastermind Teamgeist. Oh, ein Goldtopf. Also, können wir alle unser Geld hier reinpacken. Buch der Seelen. Haben wir auch schon. Das kenne ich noch gar nicht. Behornt. Cool, dann nehmen wir mal das. Weil hier kann man jetzt noch irgendwie die Farben verändern. Das ist die Hauptfarbe, das ist so am Kristall selber, wie man sieht. Hier so ein bisschen, das ist ja mehr bläulich. Und wenn dann mache ich das Grüne noch weg, dann müsste jetzt komplett blau sein. Genau, ich kann jetzt auch, kann auch lila machen. So mit RGB-Farben, rot, grün, blau. Ein bisschen verstellen, wie viel ich hier haben will. Wenn ich natürlich alles auf rechts mache, ist es natürlich weiß. Wenn ich alles rüber mache, ist es schwarz. Der dunkle Kristall. Ich kann natürlich komplett grün machen, das schaut ein bisschen krass aus. Gelber Kristall. Nee, gelb mag ich irgendwie nicht so. Machen wir mal. Ja, das schaut nett aus. Machen wir es so. Die Aura ist das, was mir so außen rum sieht. Das ist blau schimmernde. Ich mache mal kurz. Oh, dann sieht man den Unterschied schöner. Das Rot schaut gefährlich aus. Ich glaube, das nehme ich. Und die Seelen, das sind diese kleinen kleinen Dinger da, die sich so rumfliegen. Im Moment sind sie weiß. Ich mache jetzt mal auf lila. Dann sieht man es nämlich schön. Ach komm, das machen wir so. Wollen lila? Ein bisschen heller. So ein bisschen leicht lila Touch vielleicht. Ja, so ist okay. Gut. Das ist okay. Genau, und dann nehmen wir unsere Athena und fangen an. Achso, ja klar, jetzt ist nochmal hier. Hier könnte man jetzt mit dem Controller noch einen zusätzlichen Held spielen. Also, ich weiß nicht genau, wie das dann abläuft. Habe ich noch nie so gemacht, weil ich auch keinen Controller habe. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie das so funktioniert. Gut. Normalerweise, also beim allerersten Mal, würde man hier jetzt direkt im ersten Kapitel landen. Wir landen jetzt hier auf jeden Fall in der Taverne, die ist noch etwas weihnachtlich geschmückt, obwohl wir inzwischen schon, was haben wir heute? Ich glaube den 11. Januar inzwischen schon. Und hier kann man sozusagen seine Trophäen begutachten. Moment, ist hier gerade. Ach, jetzt noch auf Nightmare gestellt. Wir haben nämlich letztens was ausprobiert. Ich stelle mal auf Mittel. Das ist sozusagen das Normale. Gut, jetzt kann man Trophäen begutachten, was man schon nach so erreicht hat. Mit anderen Helden und unter anderem hier beim Wirt kann man einkaufen. Das kann ich auch kurz zeigen. Okay, hier kann man Begleiter einkaufen gehen. Könnte ich eigentlich gleich einen mitnehmen? Obwohl, nee, das mache ich jetzt nicht. Das machen wir später. Wir spielen das Ganze mal ohne Begleiter. Der Held unterstützt einen. Gibt Statuswerte. Aber wo Statuswerte? Ich kann nochmal aufleveln. Hier sind die ganzen Statuswerte. Okay, Lebensenergie ist klar. Angriff ist, glaube ich, auch klar. Geschwindigkeit, wie schnell er heute unterwegs ist. Wirkgeschwindigkeit, das ist, wie schnell man die Verteidigung aufbaut, was Verteidigung genau alles sind, das werde ich auch noch zeigen. Hier sind noch so Spezialfähigkeiten, die werden erst mit der Zeit freigeschaltet, mit höherem Level. Und hier Beams, genau. Jeder Held hat andere Verteidigungen. Unser Held hat hier Beams, deswegen hier Beams Health, beziehungsweise Charges. Also, wie oft, da gibt es auch bei Beams, die haben nur bestimmte Anzahl an Wirkungen. Sozusagen wie bei einem Ex also wie bei einem wie heißt bei einer Granate, weiß ich, wenn man nur 5 Granaten hat, dann kann es auch nur kann ich auch nur 5 davon werfen, ich kann nicht auf einmal 6 von werfen. So wie im Damage ist, glaube ich, auch klar, macht den Schaden. Shock Beam Stun Time. Ach, das ist anders. Ah, normalerweise ist hier nämlich Reichweite. Aber hier schaut es aus, wie lang die dort festgehalten werden, wie es ausschaut. Und hier Reset Time, Damage Rate. Ja, wie schnell halt zugeschlagen wird. Ich würde sagen, wir machen von Anfang mal Schaden. Wird bestimmt nicht schaden, zumindest nicht mir. Genau, jetzt wollte ich noch ein bisschen die Taverne hier zeigen. Ach ja, hier, das sind vom DLC-Pack, da kann man noch ein bisschen weitermachen. Wir haben es jetzt nur bis zum dritten Kristall gespielt. Vierten Kristall haben wir noch nicht geschafft. Und hier stehen halt noch so ein paar Trophäen rum.
Hier sind noch ein paar Übungspuppen, wo man üben kann, wie viel Schaden man macht. Ich mache jetzt 18 DPS, das heißt Damage per Second. Und hier sind noch ein paar Trophäen. Alle habe ich noch nicht. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Ach ja, und hier steht das Open-Ding. Da kommt man erst rein, huch, wenn man die letzte Karte geschafft hat, den Gipfel. Ich kann ja aber trotzdem mal kurz reinschauen, um es zu zeigen. Weil es muss bloß ein Charakter geschafft haben, dann kann ich hier mit allen rein. Sind so ein bisschen, ja, ein paar Plakate etwas abgeändert. Schaut ein bisschen nach Jurassic Park aus, mit Evil Spire. Defend the Crystal, der HD-Fernseher mit den Kameras. Kann man Kanal wechseln? Die Kameras kann ich auch noch kurz zeigen. Hier ein geheimes Lager, wenn man das zum ersten Mal aufmacht. Achso, ja, dann kriegt man hier Masse Kohle. Und, was ich auch nicht wusste, Moment, hoffe ich krieg's hin. Hier hinten drin, wo ist es? Da ist nämlich so ein geheimer QR-Code. Den habe ich versucht mal rauszulesen, gab mir eine Telefonnummer. Keine Ahnung. Ach ja, und was ich am besten, am lustigsten fand. Okay, erstmal hier kann man Musik in der Taverne wechseln. Und hier unten gibt's die Giraffe auf dem Laufband und so ein kleiner Kobold ebenfalls auf dem Laufband. So, aber ich würde sagen, wir begeben uns erstmal auf unser erstes Level. Und dazu können wir entweder wahlweise hier auf den Kristall klicken. Missionseinstellungen. So. Und wir fangen hier mit dem tiefen Schacht an. Das sind jetzt die Kampagne, die normalen Missionen. Es geht bis hier zum Gipfel. Wir werden es aber bloß bis... Boah, jetzt muss ich kurz schauen. Bis zum alchemistischen Labor machen, weil ab Dienerquartier habe ich dann Damen im Gepäck. Beziehungsweise das haben wir ja schon längst aufgenommen und auch hochgeladen. Ich muss halt nur noch die Nummerierung ändern. Sprich, wir fangen einfach, machen bloß diese ersten vier Level. Und ich glaube, ich muss noch eins. Ich glaube, den Thronsaal muss ich noch nachmachen. Das kommt aber auch noch später. Gut, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Spielen, weil ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt eigentlich schon laber. Und wir haben eigentlich immer noch nichts getan. Okay, das kennen wir schon. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen. Und jetzt fangen wir an mit der tiefe Schacht. So, am Anfang wird es ein bisschen übers Level geflogen. Und dann geht's los. Dungeon Defenders ist so eine Art kleines Tower Defense Game. Wir müssen diesen Kristall hier verteidigen. Und haben diverse Verteidigungen, wie man da unten an der Leiste sieht, links unten. Das ist mit 6, 7, 8, 9 und 0 markiert. Ich kann auch hier über mittlere Maustaste kann ich auch Verteidigung beschwören. Wir haben mit der Proton Beam. Der macht halt viele Schaden. Dann Physical Beam, der hält halt Gegner einfach ab. Reflection Beam. Reflektiert einfach Geschosse, zum Beispiel Pfeile oder so. Shock Beam, was hat das nochmal? Ach genau, Shock Beam, das war einfach auch, macht auch richtig viel Schaden. Hat aber jetzt nur eine bestimmte Anzahl, wie oft das ausgelöst werden kann. Das kommt immer wieder. Braucht halt eine kleine Aufladezeit, aber das hat nur eine bestimmte Anzahl. Und Tower Buff Beam, das war. Ach genau, das war eine Verstärkung von den anderen Beams. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe. So, aber um das alles aufzubauen, wie man sieht, ich brauche Mana. Mana gibt es zu einem in solchen Kisten. Ja, jetzt bin ich schon voll, 40 Mana, dann würde ich sagen, bauen wir gleich mal was auf. Und zum anderen von den Monstern, wenn man sie besiegt, dann geben die auch Mana. So, ich baue mal meinen ersten Beam auf. Würde ich sagen, machen wir hier unten eine Treppenstufe, die müssen ja hier hoch. Na, so. Genau, achso, kurze Erklärung, ich kann hier jetzt noch die Karte aufrufen und dann sieht man, wie sie entlanglaufen, wie viele Kisten noch da sind, wo Feinde überhaupt rauskommen können. Ach ja, Feinde können immer an diesen Spots hier rauskommen, diese lila Kreise. Da kann ich auch keine Verteidigung reinbauen, also, Moment, kann ich hier kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier sagen will, oh ja, hier ist ja das Tor, da bin ich jetzt gewieft. Baue ich jetzt hier, zack, hin. Ja, geht nicht, dunkle Energie verhindert das Beschwören an diesem Ort. Hm, verdammt, ich kann es hier draußen machen. Genau, funktioniert also nicht. Muss demnach irgendwie anders abschneiden. Und hier kommt später auch was raus. Hier kommt im Moment nichts raus, weil hier ist nicht so dieses Ding mit Feinde 6. Die kommt bloß an diesem Tor raus. Nicht hier. Hier kommt später aber auch noch was raus. Also es wird schon noch mehr als bloß diese 6 Leutchen. Gut, jetzt würde ich am besten noch einen zweiten Proton Beam bauen. So. Zack. So. Achso, falls ich jemand wundert, was ist das? DU Coast heißt, es ist Defensive Units.
Also Abwehreinheiten, die sieht man rechts oben, da steht Welle bauen und drunter steht Abwehreinheiten. Das haben wir jetzt schon 6 von 60 gekostet. Also ich kann nur so viel Abwehreinheiten bauen, also 60 Abwehreinheiten verbrauchen. Die Dinge haben mich jetzt jeweils 3 gekostet. Je länger ich dieses Teil mache, desto mehr kostet mich das auch. Das ist aber nur bei dem hier so. Moment, kostet es 2, jetzt kostet es 3, jetzt kostet es 4, jetzt kostet es 5. Wie weit kann ich das eigentlich machen? Jetzt sehe ich schon gar nicht mehr. Ich sehe es jetzt gar nicht mehr, wie viel es kostet. Mach mal kurz. Wie viel hat mich das jetzt gekostet? Das hat mich jetzt 5 gekostet. Okay, jetzt habe ich mich. Das ist auch jetzt ein gutes Beispiel, weil jetzt habe ich mich plötzlich verbaut. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Kann ich mit der Maustaste auf Verkaufen gehen? Und das Ganze wieder verkaufen und kriegt man Mana wieder. Das volle Mana bekommt aber nur in der Runde, in der man das gebaut hat. Also wenn ich jetzt die Kampfphase einläute, dann habe ich ein Problem, weil habe ich ja nicht in der Runde gebaut. So, mal schauen, ob ich das hinkriege. Bis hier hinten rüber. Weil ich baue gleich bis hier hinten rüber, weil später kommen ja hier auch welche raus, also von der Richtung. Und später auch von der Richtung. Und hier kommen die auch von den Treppen hoch, falls sie es hier durchschaffen. Die müssen jetzt, wollen ja alle zu dem Kristall hier, deswegen kann ich das hier so verteidigen. So, dann fehlt mir jetzt einfach das letzte, das baue ich noch auf die andere Seite hin und dann können wir auch mal die Monster starten und ein bisschen Action sehen, weil ich habe jetzt eigentlich genug gelabert. So, die Grunddinger. Gut, dann fangen wir mal so, machen wir es von hier bis hier. Das kostet sogar 5, machen wir ein bisschen weniger, dann kostet es plus 4. Okay, hier in der ersten Runde brauche ich noch nicht so viel sparen, deswegen. Gut, habe ich jetzt alles. Ich habe meine Verteidigung aufgebaut, die sieht man auch schön an einzelnen Stellen. Und wenn sie Schaden haben, ach komm, das zeige ich später. Komm, wir fangen jetzt erstmal an. So. Kann jetzt mit G hier direkt aktivieren oder ich wäre einfach zum Kristall gelaufen und könnte da aktivieren. Und jetzt könnte ich entweder mitkämpfen oder einfach warten, bis sie da reinlaufen. Ich schaue jetzt mal die erste Welle, wie sie da so reinlaufen. So, er läuft jetzt hier rein, kriegt hier Schaden und stirbt, weil meine Verteidigung schnell genug war, ihn zu töten. Genau. Die ersten, die jetzt hier durchgekommen sind, das sind die Goblins. Die sind recht schwach, 78 Leben. Das kann ich ja fast so fertig machen. Dahinter sieht man auch schon einen Bogenschützen. Wie ein Bogenschütze es so an sich hat. Hat natürlich Fernkampfattacke. Und es war jetzt natürlich geschickt von mir, da stehen zu bleiben, weil er wollte jetzt ausholen und dadurch bleibt natürlich immer ein Beam drin. Kriegt natürlich mehr Schaden. So, damit ist die Welle abgeschlossen. Wie man sieht, habe ich schon ein bisschen Mana eingesammelt von den Einzelnen. Und ich bin zu überlegen, wie mache ich das jetzt, weil eigentlich die Beams schauen eigentlich ganz gut aus. Ich könnte natürlich, wenn ich jetzt lustig bin. Ah, wenn ich lustig bin, dann brauche ich sogar, mache ich jetzt hier mal einen hin, weil hier kommen spätere Ups, ach, ich bin noch nicht voll. Entschuldigung. Ich brauche hier 40 Mana. Hier kommen dann später stärkere Gegner raus, also etwas stärkere. Und dann, ja, 2, 3, Moment. Kann ich das nicht irgendwie 2 runterhandeln? Na toll, das ist ja voll klein. Dann machen wir hier 3. Kommen etwas stärkere raus und wenn ich natürlich mehr hintereinander schalte, dann also wenn sie öfters durch Beams laufen müssen, ist klar, dann kriegst du natürlich mehr Schaden und so weiter. Och Mana, fällt mir ganz so auf. Ach ja, Items, genau. Benötigt Stufe 3, also kann ich schon mal nicht benutzen, weil wie man hier sieht, ich bin eigentlich nackt. Ich habe keine Items an, keine gescheite Waffe, ich habe die Grundwaffe, die nicht viel Schaden macht. Ach ja, mit Rechtsklick lade ich nach, by the way. Hier, die können wir nehmen. Mit F können wir sie direkt ausrüsten. Dann habe ich die nämlich direkt am Körper. Naja, etwas nach unten gesetzt hier bei der Darstellung, aber ihr wisst schon. Da drüben liegt auch noch was, das habe ich jetzt, wie es ausschaut, vergessen gehabt. Ich kann es mir auch aus der Ferne anschauen. Ich muss da nicht darum hinlaufen, aber wenn ich es haben will, dann muss ich hier hinlaufen. Handschuhe, die kann ich direkt nehmen und die sind gleich gut, also sind sie nicht interessant. Ach ja, grüne Items, das heißt, dass es besser ist als das, was ich momentan habe. Da ich gerade überhaupt nichts anhatte, ist für mich so ziemlich jedes Item grün. Nein, es ist jedes Item grün. Egal wie beschissen es ist. So, machen wir hier noch kurz. Ja, die Items werden dann später immer besser, naja, mehr oder weniger. Es werden auch manchmal grüne Items angezeigt, die
ja, für den eigenen Geschmack vielleicht nicht wirklich besser sind, aber ich weiß nicht, woher sich das genau berechnet. Ah, hier ist es. Jetzt nochmal ein Helm. Vielleicht kann ich den anziehen. Sehr schön. Und ich habe hier zerrissen Böswilligkeit. Nehme ich das auch mal. Ach ja, genau. Der Sirius EV hat einen Vorteil. Der kann alle Waffen aufnehmen. Der muss nicht unbedingt eine Schusswaffe nehmen. Das, was ich jetzt habe, ist ein Stab. Ja, das ist ein Stab, wie der Magier hat. Damit ist von Waffen her gesehen der Sirius EV eigentlich ziemlich, unsere Athena, ziemlich vielseitig. Ja, unsere gute Frau ist halt multitaskingfähig. Die kann ja alles verwenden. So, das Mana und die Items kann ich hier so liegen lassen, weil wenn ich jetzt die Runde starte, dann werden die automatisch meiner Bank zugeschrieben. Das Mana, da kommt auch rechts dann gleich eine Nachricht. Moment, 186 Mana deiner Bank wurden hinzugefügt. Ach, 186, ja. Und hier kann ich jetzt bisschen unterstützen gehen. Muss ich jetzt nicht. Gott, mein Mana ist sowieso voll. Kann einfach abwarten, bis es hier vorbei ist. Dann kann man einfach einen Lenz machen. Meine Verteidigung macht es schon. Man kann ein bisschen zuschauen. So, die sterben hier schon. Ja. Bogenschützen haben sie ein bisschen mehr, aber sie sterben sozusagen mit dem letzten Schritt. Sterben sie noch. Ist also noch okay, die Verteidigung. Ja, gerade so noch. So, Stufenaufstieg verfügbar. Das ist doch schon mal schön. So, Valley 3. So, jetzt habe ich zwei Punkte zu verfügbar. Und ja, jetzt kann ich halt entweder mehr auf Damage gehen oder auf Attackenrate, was eigentlich nicht so schlecht ist. Beams sind hier bei den Beams. Ich habe noch nie gesehen, dass die Beams von einem Monster angegriffen werden. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich sehr sinnvoll ist. Ich würde sagen, ich mache mal eins auf Damage und eins auf Rate. Dann dürfen die auf keinen Fall durchkommen. Was man sieht, mit jedem Levelaufstieg wird die Mana-Kapazität höher. Jetzt habe ich inzwischen 60 Platz. Also Platz für 60 Mana. Ach ja, das ist die Kategorisierung. Die blauen Teile geben 1 Mana, die grünen Teile geben 10 Mana. Es gibt dann noch, ich glaube, rote mit 5 Mana, lila mit 50 Mana und so weiter. Es gibt halt noch verschiedene Einteilungen. Jetzt die Frage, was mache ich da jetzt noch? Hab eigentlich schon alles. Ich kann natürlich hier jetzt noch zum Spaß einen aufstellen. Weil später, in der letzten Runde kommen halt richtig viele. Halt hier noch eine Runde. Mana einsammeln. Da oben kann ich auch gleich noch. Sicher, sicher. Weil es heißt nichts, wenn die eine Runde gut läuft, dass die nächste dann auch noch gut läuft. Das kann sich ziemlich schnell umschlagen, was ich schon ziemlich oft mitgekriegt habe. Da denkt man, ja, es läuft eigentlich ganz okay. Und auf einmal, zack, bricht die Hölle über einen ein und man hat eigentlich keine Chance mehr. So, Moment, was ich jetzt noch kurz. Moment, du warst jetzt da. Das sind jetzt Handschuhe, die sind jetzt nicht grün angezeigt, weil. Ich kann da kurz drauf gehen. Die sind eigentlich besser. Warum sind die nicht grün angezeigt? Da, ich sag schon. Das Spiel weiß nicht so recht, was jetzt wirklich grün ist, weil das ist eigentlich besser. Hat auch eine Verteidigung im normalen Schaden und das Feuerding heißt, jetzt, also das rote Ding heißt, dass ich noch Verteidigung bei Feuerschaden habe. Eigentlich ist es besser, das nehme ich mit. So, jetzt mache ich noch die Kisten auf. Vielleicht sind da noch Items drin, die ganz gut sind. Wie der Helm zum Beispiel, braucht Stufe 3. Bin ich noch nicht, bin in Stufe 2. Was gibt's hier? Hier gibt's bloß Mana. Was gibt's hier? Eine fette Waffe. Braucht aber Stufe 3. Und das kann ich auch nicht verwenden. Angeblich schlechter. Nein, ich lasse es mal liegen. Sagt mir jetzt auch nicht so wirklich zu. Hier habe ich noch eine Armbrust, die eigentlich besser ist. Wird aber nicht so angezeigt. Ich nehme es jetzt mal mit. Jetzt habe ich halt wieder eine Waffe. Hä? Habe ich eine. Warum ist dann jetzt Waffe noch da dran? Habe ich jetzt zwei Waffen? Hä? Cool, warum habe ich da jetzt zwei Waffen? Wie kann ich das wechseln eigentlich? Okay, mit dem Ding kenne ich mich nicht so aus. Okay, ich habe da zwei Waffen. Muss ich mal schauen, wie das funktioniert. Kann ich das hier irgendwie sehen? Helminformation? Nee. Irgendwas Zweitwaffe? Interessant. Okay. Gute Frage, damit kann ich gar nichts auch. Jetzt ist es auf einmal grün. Hä? Strange. Jetzt muss ich es haben, aber es ist schlechter, da ist alles rot. Das braucht sowieso Stufe 3. Ach komm, wir machen jetzt einfach mal weiter.
bevor ich mich hier nochmal eine Runde verquatsche. So. Jetzt kommen natürlich mehr Gegner. Die Orks kommen noch nicht. Gut. Das sind die etwas größeren. Im Moment kommen bloß die Goblins. Ah, man sieht schon. Vorhin stand nur 32 dran. Jetzt steht schon 43 dran. Also eindeutig mehr Schaden. Die gehen auch ziemlich. Gehen noch ein bisschen früher drauf. Moment, schauen wir mal die Bogenschützen an. Ja, die Bogenschützen kommen, glaube ich, auch nicht mehr so weit wie vorher. Also, das ist schon merklich. Stufenaufstieg verfügbar. Sehr schön. Da ich nicht weiß, wie stark eigentlich die Orks sind, müsste ich eigentlich nochmal hier irgendwie Verteidigung mit reinbauen. Ach komm, ich mache hier zum Schutze des Kristalls. Also während der Kampfphase kann ich natürlich auch bauen. Dauert nur etwas länger. So, wie man sieht. Da kommt es dann darauf an, wie gut man mit dieser Wirkgeschwindigkeit ist. Da kann man im Kampf dann auch schneller aufbauen, das Zeug wieder. Oh, ach stimmt, ich habe ja eine neue Stufe. Ich sage, machen wir nochmal auf Damage. Nochmal auf Ding und vielleicht Shockbeam Stuntime. Und vielleicht selber mal den Schaden erhöhen. Beschwöre Physical Beam freigeschaltet. Ah, genau, der Physical Beam. Kann ich ja kurz zeigen. Und könnte ich jetzt so frecherweise dahinter aufstellen. Dann kommen die hier nicht durch. Also sprich, die bleiben dann hier so hängen. Also ich komme natürlich jetzt durch, weil für mich ist es... Ja, für mich macht es keinen Unterschied. Aber die normalen Viecher kommen hier nicht durch. Jetzt ist bloß der kleine Nachteil. Ich baue jetzt das nämlich auch wieder ab. Die Bogenschützen, die schießen da drauf. Sprich, dort ist es etwas schwachsinnig, den aufzustellen, weil die stellen sich halt, was weiß ich, wenn da der Beam steht, stellen sie da hin und machen la 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 la. Und ist denn, dann ist denn es vollkommen wurscht, dass da so ein Ding-Beam steht. Deswegen lasse ich das jetzt mal, aber ich habe jetzt Level, ich habe jetzt aber 100 Mana zur Verfügung. Und ab 100 Mana kann man die erst auf diese Aufwertungsstufe machen. Damit sind die Teile auch ein bisschen besser. Und machen mehr Schaden, haben eine höhere Rate. Also aufwerten ist auf jeden Fall besser. Und außerdem werden die Teile auch noch repariert. Man hat schon gesehen, hier ist so ein bisschen angeschlagen. Das ist bei den anderen nicht so. Und wenn ich dann aufwerte, dann wird das auch mit repariert. Ja, das schaut gut aus. Nehmen wir das doch. Lade nach! So, dann nehmen wir mal ein bisschen ein. Da schau, ist ein bisschen angeschlagen. Gehe ich jetzt hier mal auf Aufwerten. Jetzt ist es nicht mehr angeschlagen. Also es meldet sich nicht mehr. Auf der Karte hätte man jetzt das Blinken und das Ding gesehen, aber das habe ich jetzt leider verpeilt nachzuschauen. Das ist nicht besser, auch wenn es das besser angezeigt wird. Also warum hätte ich gern, dass man das einstellen könnte? Was jetzt genau angezeigt wird, was für Kriterien es haben muss, dass es angezeigt wird, aber ich weiß nicht, ob sowas überhaupt geht. Hier habe ich jetzt noch einen Dingens. Ne, das ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. So, Brustpanzer, nö, das ist auch nicht besser. Auch wenn es besser angezeigt wird, das ist auch nicht besser. Oh, da habe ich noch einen Stab. Ach ne, den habe ich ja gerade angeschaut, ich hält. Die Mütze war ja auch nicht besser. Und wie man hier schon sieht, kommen jetzt die Orks hier raus. Deswegen würde ich sagen, pumpe ich das hier auch noch kurz auf. Ich noch 100 Mana zusammen, wahrscheinlich nicht mehr für die andere Seite. So, jetzt sieht man schon, jetzt wird's langsam, kriegt man langsam Mana Mangel rein. Muss ich halt hier so ein bisschen aufpassen. So, und fangen wir mal an. Eigentlich läuft es eigentlich darauf hinaus, dass wir erstmal Verteidigung aufbauen am Anfang und dann, wenn sie einigermaßen steht, wo hätte ich eigentlich ein Ding ziehen können, wenn es also einigermaßen steht. Dann, oh ja, das sieht man schon, das ist zu schwach. Und da muss man am besten aufwerten, weil man wird stärker oder man macht mehr hin, wie hier dann. Man sieht schon, es hält einfach nicht auf. Es, es unterstützt mich einfach nur in meinem Wirken. So, jetzt habe ich wieder 100 beisammen. Gut, sehr schön, das hat ja ausgereicht. Und es ist hier drauf gegangen. Sehr schön, damit kommen wir jetzt gleich zur letzten Welle. Und da kommen mehr von diesen Ogern. Gut, ich würde sagen, für die letzte Welle mache ich jetzt nochmal hier zwei auf Direkt-Damage. Und das können wir eigentlich fast anfangen. Ah ja, genau, jetzt sieht man hier dieses grüne Item. Also wenn man mich jetzt beobachtet, stehe ich, gehen wir leider zurück. Dann sieht man hier so auf diese Linie. Ich kann jetzt leider nicht drauf zeigen. Moment, ich kann dieses hier mit dem Pfeil hier drauf gehen. Hier mit dem Pfeil. Dieses grüne Item, das ist genau das hier. Das Spiel meint, es wäre besser. Ich sag, das stimmt nicht.
Das Spiel sagt oft, dass das Marketing besser sind. Mache ich jetzt zur Sicherheit nochmal den hier, dann sollte ich eigentlich komplett gesichert sein. Also das erste Level ist ziemlich einfach. Das, ja. Da könnte man eigentlich auch einen höheren Schwierigkeitsgrad nehmen können, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ach, Schuhe habe ich noch gar nicht. Dann nehmen wir die doch direkt. Da kann man jetzt ein bisschen so, so abwiegen. Es hat zwar jetzt nur 1% an normalen Schaden zum Blocken, aber es hat noch diese Spezialfähigkeit, die ich aber noch gar nicht anwenden kann. Deswegen ist es eigentlich im Moment recht unnütz. Deswegen nehme ich das jetzt nicht mit. Die Handschuhe sind zum Beispiel nichts für mich. Muss ich jetzt nicht jedes Mal anschauen. Ich schaue einfach, wo grüne Items sind. Da drüben ist wieder ein grünes Item. Mana lasse ich natürlich immer frei. So. Und ich würde sagen, ich mache nicht das hier, sondern ich mache sozusagen als letzte Bastion, weil hier kommen sie ja alle vorbei. Mache ich den hier noch hoch. Auf Stufe 1. Nochmal aufwerten kann ich gerade nicht, weil dazu brauche ich Stufe, für Stufe 2 brauche ich nämlich 200 Mana. Und das habe ich noch nicht. Das kann ich auch, will ich auch noch nicht verwenden. Das auch nicht. So, kriege ich da jetzt noch... Ach ja, ich habe 100 Mana gerade. Darum liegt auch noch was. Die Mütze wollte ich, glaube ich, nicht, oder? Nee, wollte ich nicht. Gut, dann werde ich noch da oben kurz auf. Für die Seite. Und dann können wir auch schon die letzte Welle machen. So, in der letzten Welle kommen meistens... Ich kann hier mal kurz schauen, was kommen da so für Viecher. Von oben zwei Orks, von unten zwei Orks. Der ist symmetrisch aufgebaut. Ja, insgesamt 61 Feinde steht links oben, also nicht so wild. Sollten wir auf jeden Fall schaffen können. In späteren Leveln kommen dann noch andere Viecher wie Magier oder so Schwertkämpfer. Die sind etwas stärker. Die Viecher an sich werden auch mit der Zeit stärker. Es gibt dann auch so verschiedene Aufwertungsstufen sozusagen. Die haben dann auch diese kleinen, wie nennt man das? Ja, ich weiß nicht, wie sehr ihr Militärbewandert seid, aber Feldwebel... Doch, Feldwebel... haben auch dieses diese Spitzen als Rangabzeichen, ne, wie heißt jetzt Dienstgradabzeichen. Huch, jetzt stehe ich hier dem Bogenschütz im Weg. Kann natürlich selber mal mitmachen. Aha. Zack, zack. Naja, lohnt sich nicht wirklich. Ich mache einfach zu wenig Schaden für. Genau, das haben die dann auch sozusagen, dass sie besser sind und ach, das war's schon wieder. Habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Ja, ich labe hier so und krieg gar nicht mit, wie meine Verteidigung hier alles platt macht. Genau, jetzt ist... Ah ja, nochmal ein Stufenaufstieg. Ich kann mal selber ein bisschen auf Damage machen. Oh, ein bisschen auf Damage. Ein bisschen schneller. Ich mache vielleicht ein bisschen auf Lebensenergie und Geschwindigkeit. Weil ich bin so langsam, ey. Das ist unglaublich. So. Reflection Beam ist jetzt auch freigeschaltet. Das wird das, das die Pfeile abhält. So, hier kann man jetzt noch in der letzten Runde kann man jetzt sämtliches Mana einsammeln. Das sieht man jetzt auch mein Gesamtmana, die 278 Millionen. Ja, habe ich teils auch geschenkt bekommen. So, dann kann man jetzt hier noch sämtliche Items anschauen, wie hier dieses grüne, aber das interessiert mich jetzt nicht. Dann kann ich noch kurz auf die Karte schauen. Ist eigentlich nichts Interessantes mehr dabei. Dann können wir eigentlich direkt fortfahren zum nächsten Level. So, ach genau, dann gibt es noch hier die Statistik. Wertvollster Spieler, ist klar, ich bin alleine, also ich bleib der wertvollste Spieler. Okay, hier sieht man jetzt noch, was man so alles getötet hat, was ich an Abwehr gebaut habe. Okay, den Physical Beam habe ich wieder abgebaut. Hier noch die besten Spieler mit besten Punktzahlen. Aha. Hier noch die sozusagen die besten Auszeichnungen. Da gibt es die verschiedensten Dinge. Und höchster Wert. Und diese Abzeichen sind, dass man es auf leicht geschafft hat, auf Mittel, auf schwer, auf... Nein, das heißt... Doch, das ist schwer. Das war Wahnsinn und das war Nightmare. Dass man das geschafft hat, kriegt man solche Abzeichen. Aber im nächsten ist, glaube ich, bloß bis Wahnsinn. Da ist Nightmare nicht mit drin. Aber kann man sich das anschauen. Hier kommt noch Wellenstatistik, wie es abläuft, wie viele da waren, wie viele dann getötet wurden. Ja, kann man sich das die Wellen anschauen. Wenn mal ein Ding kaputt gegangen ist, also ein Turmtod, sowas, oder Kernangriff, das ist ja auch mit aufgezeichnet. Aber das sowas hatten wir gerade gar nicht, deswegen... Das ist noch relativ uninteressant. So, hier können wir jetzt noch die Feinde anschauen, wie viel da waren, erschienen, wie viel ich an den Schaden gemacht habe. Stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe zumindest bei Dunkelelfen Bogenschützen Schaden gemacht. Naja, egal. Gehen wir weiter zum nächsten Level.